Marco Stäuble, live von der Developer Week. Neben mir steht Martin Walter. Hallo Martin. Hallo. Vielleicht ganz kurz, um was ging es in deinem Vortrag am Montag? Bei meinem Vortrag ging es um Datenvisualisierung. Das heißt, wie kriege ich in den heutigen Zeiten von Big Data große Datenmengen irgendwie auf den Bildschirm repräsentiert, dass ich sehe, was passiert mit meinem Backend-System, was passiert mit meinem Frontend, wie kann ich meine Logs analysieren. Big Data, ganz großes Thema, man liest es überall. Wann fängt Big an? Wann fängt Big an? Das ist immer eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, für viele kleinere Unternehmen ist Big Data wirklich schon, allein schon, wenn man irgendwie anfängt, 10 Serversysteme parallel auszuwerten. Wenn wir zu den größeren Unternehmen gehen, dann sind das natürlich Millionen von Kundendaten, die man irgendwie mit MapReduce in eine geeignete Form bringen muss. Es gab ja eigentlich schon immer Datenbanken, es gab immer viele Datenmengen. Was ist denn jetzt neu? Ist einfach alter Wein in neuen Schläuchen oder was ist denn neu an Big Data? Was heißt für Entwickler? Ich denke, zum einen, klar, große Datenmengen gab es schon immer. Ich denke, man hat einfach nur die Bedeutung besser erkannt, dass man aus diesen vielen Daten einfach mehr herausholen kann. Das heißt, früher lagen die Daten so ein bisschen herum, man hat dann vielleicht schon mal Auswertungen gefahren, aber ich denke, gerade dieses Feld hat jetzt ein bisschen zugenommen, dass man auch gerade mit den großen Unternehmen wie Google und so, die wirklich sehr viel aus diesen Daten rausziehen können, gelernt hat, dass da doch noch eine Menge zu holen ist. Neue Technologien heißt auch neue Jobprofile. Also ich habe gelesen, Data Scientist ist so der hottest Job on the Earth. Was bedeutet es denn, wenn er für einen Entwickler, wenn er mit Big Data arbeitet, was muss er denn mehr können? Oder reicht es einfach, ich mache Informatikstudium, dann kann ich Big Data? Mittlerweile stellen sich ja die Universitäten auch auf sowas schon ein. Es gibt natürlich auch, wie schon immer, auch immer neue Themenfelder, die sich da auftun. Also gerade auch wir als Deutsche Welle sind im Datenjournalismus recht aktiv und gucken, was man da machen kann. Data Scientist, du hast es angesprochen, ist auch so ein neues Profil. Und für Entwickler, ja, gerade durch solche Konferenzen wie hier, sich auf dem Laufenden halten, gucken, mit welchen Technologien kann ich sowas umsetzen. Und ich denke, dann ist man schon halbwegs auf der sicheren Seite, dass man sich da ganz gut positionieren kann. Prima, danke. Vielleicht noch als Abschluss, wie gefällt dir die Konferenz? Konferenz ist wie jedes Jahr, denke ich, ein voller Erfolg. Das Schöne hier ist wirklich, dass man im Prinzip 3 Konferenzen in einem hat und sich aus sehr vielen Themenfeldern die Leute hier zusammenfinden. Und es gibt einen super Austausch. Martin, vielleicht doch noch eine Frage. Was war so deine größte Datenmenge, die du in den Finger hattest? Die größte Datenmenge. Ich wollte eine schöne Auswertung des Spiels Brasilien-Deutschland machen, die Twitter-Kommentare zu diesem Spiel. Und, wie ging es eigentlich nochmal aus? Ich hatte es vergessen. Ich weiß auch nicht. Also ich habe auch brasilianische Bekannte, mit denen habe ich gesprochen, die haben das Spiel völlig vergessen. Ja, das Problem war aufgrund dieses hohen Sieges 7-1 nochmal vielleicht alle, waren einfach die Datenmengen bei mir dann zu groß, wo man sagen muss, wenn man Big Data macht, sollte man auch immer den Storage richtig dimensionieren. Martin, danke fürs Interview. Noch viel Spaß auf der Konferenz. Okay.